Das sah ganz zauberhaft aus, wie Sie sich so gewogen haben. Fast ein bisschen seekrank geworden. Ja, im Übrigen habe ich das Gefühl, die Bild-Zeitung hat was gegen mich. Ja, die ignorieren mich. Ja, meine Comedy-Kollegen können sich da oft wochenlang und seitenweise auskotzen und ihre intimsten Details aus dem Privatleben ausbreiten. Ne? Und bei mir ruft nie einer an und fragt, ist was? Ich meine nicht, dass was wäre, aber man kann doch mal fragen. Nicht? Hier im Sommer, Otti Fischer, Sie erinnern sich. Ne? Das ging doch wochenlang. Ne? Er war ja fremdgegangen, hat die Frauen rausgeschmissen erstmal. Und es überschnitt sich zum Teil mit der Berichterstattung über diesen Bären in Bayern. Hm? Und da bin ich dann auch mal kurzfristig durcheinander gekommen. Bei der Schlagzeile Problembär mit 3 Kugeln getötet. Ne? Wie erinnern Sie? Habe ich erst gedacht, Moment, hat der Stoiber jetzt die Todesstrafe fürs Fremdvögeln eingeführt in Bayern? Ne? Aber dann hat sich's ja aufgeklärt, hat sich ja alles zum Guten gewendet. Ne? Ottis Frau hat ihn wieder zurückgenommen, die Freundin ist auch wieder zurück im Puff. Ne? Ja, Hauptsache von der Straße. Ja, und dann kam ja auch sehr lange die Berichterstattung über Otto Waalkes Entjungferung oder Erstbesteigung, wie ich immer scherzhaft sage. Da hat Bild die Dame ja auch ausgebuddelt, also ausfindig gemacht, sie lebt ja noch. Und dann haben sie die zusammengeführt und haben die gesprochen. Und dann hat sie gesagt, sie liebt ihn immer noch, da wird sich ihr Mann sicher unheimlich gefreut haben. Ganz toll, ne? Ja, aber ich meine, ich bin vielleicht auch mal entjungfert worden. Und vielleicht ist das auch eine sehr schöne Geschichte. Da kann man doch mal anfragen. Möchten Sie sie hören? Schön, also. Es war eine große Party, ich weiß noch wie heute. Großer Raum, voller Menschen. Unsere Blicke trafen sich über viele Meter Distanz. Trotzdem fühlte ich mich ihr sofort ungeheuer nah. Ich habe nie wieder einen Menschen mit derartig hervorstehenden Augen getroffen. Und sie trug auch was ganz Abgefahrenes, das war so, naja, so körpernah geschnitten mit einem seitlichen Reißverschluss über die ganze Länge. Ich kam erst später drauf, dass es ein Schlafsack war. Naja, die Eltern waren so ein bisschen musikverrückt. Die hatten die Kinder nach Musikern benannt. Der Bruder hieß Santana. Die Schwester hieß 10 Years After. Bei ihr konnten sich erst nicht einigen. Der Vater wollte sie gerne Pink Floyd nennen, die Mutter lieber die Purple. Und dann haben sie sich auf Pink Purple geeinigt. Ja, und dann ging ich mit Pink Purple, wie man das damals nannte. So ein Jahr, anderthalb. Und dann habe ich sie irgendwann mal zu mir nach Hause eingeladen. Ich hätte mir für diesen Tag X, für die Stunde Null, seit Jahren eine Viertelflasche Eierlikör bereitgehalten. Und ich bot ihr davon an, wir prosteten uns zu und dann redeten wir, rauchten, stundenlang reden, rauchen, ab und zu eine scheue Berührung. Und dafür hatte ich dieses erregte Atmen trainiert. Das hatte ich mal in einem Film gesehen. Kennen Sie das? Es geht so. Schön, ne? Nochmal sehen? Und das machte ich immer, wenn sie mich berührte. Und sie sagte, ist hier nicht gut? Ich habe das aber durchgezogen. Ne? Irgendwann nahm sie meinen Kopf, zog ihn an sich und küsste mich. Und auf einmal hatte ich den Mund voller Eierlikör. Und ich sagte, und sie sagte, ich mach das Zeug nicht.
Ich habe es dann ganz vorsichtig wieder in die Flasche zurückgeworfen. Ja, was? Ich habe die heute noch. Für Besuch? Wie auch immer. Irgendwann sprang Pink Purple mich an, riss mir die Kleider vom Leib, riss sich die Kleider vom Leib. Ich sagte die Dinge, die unerfahrene 28-Jährige so sagen. Oh, sind die groß? Sind das viele Haare? Trug man damals. Ne? Wie auch immer. Pink Purple. Nahm mich, warf mich aufs Bett und nahm mich. Und ich schrie und schrie und schrie. Ich wusste gar nicht, dass ich über solche Töne verfügte. Man lernt das ja nicht im Musikunterricht. Ich schrie und schrie und jetzt muss man wissen, ich wohnte noch bei meinen Eltern. Ne? Irgendwann riss meine Mutter die Tür auf und sagte, Schätzelein, was hast du denn? Und Pink Purple sah meine Mutter und schrie und schrie und schrie. Meine Mutter hat dann ihre Mutter angerufen, die hat sie abgeholt, ich habe sie nie wieder gesehen. Ist das eine Geschichte? Ja, Hammer, oder? Also, ich muss Ihnen sagen, wenn ich Bild wäre, dann stünde die Geschichte aber übermorgen auf Seite 1. Ne? Und wenn ich RTL wäre, dann wäre diese Story umjubelter Höhepunkt einer großen Samstagabendshow Deutschlands schönste Entjungferungen mit Sonja Zietlow. Aber mich fragt ja keiner.